So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Was auch immer wir gerade machen. Latex. So. Wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das hier. Annoying, das ist aber annoying. Danke, danke. Ganz ehrlich, da können wir eigentlich auch mal wieder ein bisschen was machen. Ab in die Schleifmaschine. Boop. So. Ligierofen. Brauchen wir das? Das. Sehr geil. So, mittlerweile Gummifaser. Wir brauchen 44. Hallo, warum machst du dich weiter? Achso, weil Rohlatex fühlt. Ja, sag das doch. Woher soll ich das denn wissen? Tja. Geht doch. Dankeschön. So, das heißt, wir können jetzt. Danke. Sehr geil. Das Ding langsam. Der Extraktor ist gerade echt das langsamste Glied hier. So schätze ich mal. Naja, gut. So. Das kann zurück. Gut, dann haben wir mittlerweile wieder ein bisschen Kabellage. Ein bisschen Kabellage. Das können wir jetzt verlegen. Brauchen wir noch ein bisschen Clean Stone, um dann die Lücken zu füllen, die wir da gerade reingerissen haben. Super, jetzt müssen wir den Schalter aktivieren hier. Eine Scheiße. Das ist also auch noch nichts Goldene vom Ei, aber immerhin besser als davor. Glaube ich. Aber vielleicht auch nicht. So. Hier würde ich gerne die Schotten dicht machen. What? Oh! Ja! Es ist aktuell 2 Uhr morgens. Verdammt, wie die Zeit vergeht. Gut. Hätten wir das auch geklärt? So, ist er hochgefahren? Ja. Er ist hochgefahren. Das hatte gerade schon irgendwie ein interner Fehler, hatte ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Aber nee, das war der planmäßige 2 Uhr Neustart. Nice. Also ich würde das hier am besten erstmal. Ich lasse es erstmal so, da Stimme liegen. Und da die Schotte dicht. Und dann sieht das hier aus wie so ein original geplanter Durchbruch. Machen wir jetzt mal unten auch dicht. So. Gut, kann man hier drunter gucken? Oh ja, kann man.
Ach, das ist natürlich hässlich, wobei fällt niemanden auf, wenn man da. Nee, nee, es fällt nicht auf. Aber irgendwie schon. Verdammt. Ah! Was tue ich hier? Klar, die macht die Anlage kaputt. Apropos Anlage kaputt machen, was ist schon wieder los? Hier ist auch alles kaputt. Ah. Wer macht denn so einen Unsinn? Ja. Gut. Jetzt haben wir hier schon mal 230 Volt. Können wir. Ich weiß nicht. Den Ofen und die Schleifmaschine anbauen. Zuallererst brauchen wir die Schleifmaschine. Genau. Die Schleifmaschine ist so das Wichtigste überhaupt. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Ich glaube, ich mache das einfach direkt hintereinander. Also ungefähr so hier. Ja, eben, eigentlich kann ich hier auch unten einfach. Hier brauche ich das Kabel ja gar nicht. Ich lege das Kabel einfach geradeaus lang und dann passt es. Achso, ich muss noch weiter. Ach, scheiße. Lass mich raus, ich bin Arzt. Ungefähr so, genau. Hä? Oh, in die falsche Richtung gebuddelt. Ja. Ich wollte eigentlich nach da. Danke. So, dann haben wir hier nämlich unten die Elektrik. Electrics. Ja, ich weiß gar nicht. Ist das richtig? Es kommt in die Schleifmaschine. So, die Schleifmaschine macht aus einem Block zwei Blöcke. Aber das. Also diesen Staub. Und den Staub, den können wir doch eigentlich direkt. Backen. Oder nicht? Das würde bedeuten, wir bräuchten eigentlich jetzt hier nur das Ding und können da direkt den Ofen anschließen. Und da denn noch so ein Ding. Und dann kommen wir hier mit einer Pipe raus. Oder? Hat er unter unten Strom? Ne, er hat natürlich keinen Strom. Jetzt hat er Strom. Müsste doch eigentlich so funktionieren. Und jetzt müssen wir. Hier müsste jetzt eigentlich Barren rauskommen. Die kann ich dann jetzt sortieren und filtern nach Art und Form und Farbe. Wie man es halt so macht. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wie ich das räumlich am dümmsten mache. Eigentlich wäre es günstig, wenn ich es so mache wie hier vorne, dass ich immer so eine Sorting Pipe nehme
Und dann da nur zwei Ausgänge dran habe, nach oben und nach vorne. Dann kann man das cleaner hinbauen. Da brauche ich zwar mehr Sorting Tubes, aber pff, ganz ehrlich, so toll sind die jetzt nicht. Glaube, dann mache ich das tatsächlich so. Wobei ich sehe gerade, ich brauche noch mehr Tubes. Uns gehen gerade so ein bisschen die Tubes aus. Plaste. Ja, Plastik ist gerade auch so ein bisschen aus, ne? Was machen wir hier eigentlich gerade? Staub? Das Zeug? Ist das richtig? Nee, ich muss hier oben rein. Don't know. Nein. So, das heißt, dann haben wir immer abwechselnd. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Oh, haut genau hin. Ne, wir haben ja 11 Sachen, die wir rausfiltern müssen. Das haut also genau hin. Hoffe mal, ich denke jetzt nicht komplett falsch. Achso. Wie der Raum von der Länge her genau ausreicht. Lol. Bist du garantiert falsch, oder? Ich vergesse doch irgendwas gerade, oder? Oh, ich habe auch zu wenig. Warum denn diese? Hä? Warum fehlt da einer? Was ist passiert? Wie habe ich davon? Ach, weil ich hier noch zwei gebraucht habe, die habe ich nicht. Habe ich die mitberechnet? Nee, habe ich nicht mitberechnet. Ich habe jetzt da vorhin extra gelegt gehabt, habe sie dann aber beim Zählen wieder mit reingezählt. Ach, scheiße, jemand dann. Das heißt, ich brauche nochmal zwei Stöcker. Ah, nee, ein Stock. Ich brauche nochmal einmal Mese. Erstmal hier. So. Plastik. Ich brauche Plastik. Da. Was fehlt denn schon wieder? Ach so, Eisen. Jutchen, dann haben wir das auch schon mal. Das heißt, gut, dann macht das hier sowieso keinen Sinn. Obwohl doch. Günstig wäre, wenn ich hiervon einen Sack voll hätte. Also wirklich einen Sack voll. Wie teuer sind die Dinger?
Boah. Sehr teuer. Wow. Selbst die Sorting-Tubes sind preiswerter. Für Sorting-Tube brauche ich gerade mal 4 Fragmente. Und für so ein billiges One-Way-Ding brauche ich aber einen ganzen Diakristall für 2. Warum ist das Ding teurer als so ein Sorting-Tube, obwohl so ein Sorting-Tube viel mehr Möglichkeiten hat? Das macht gar keinen Sinn. Hey. Eigentlich brauche ich das Ganze doch eigentlich gar nicht, oder? Eigentlich kann ich doch direkt War nehmen und die hier ranklatschen. Wobei das schon echt hässlich wäre. So fromm die Optik her. Ja, wie macht das mit den Dwarven? Doch, eigentlich müsste ich das so machen, ne? Dass ich hier jeweils jetzt ein Dwarf davor klatsche. Wo sind die ganz normalen? Ach da. So, brauche 1, 2, 11. Nein. 13. Ich brauche 13 Kisten. Ja, und schon brauche ich wieder auch ganz viel Holz. Wobei ich echt nur überlegen bin, diese Kiefern-Dinger sehen irgendwie echt besser aus, weil die so ein bisschen heller sind, ne? Ich glaube, wir machen die aus Kiefernholz. Tatsächlich. Ja. Ich würde sogar fast sagen, wir machen die komplett aus Kiefernholz. Also auch die Kisten selber. Bei denen ist das eigentlich egal, woraus sie bestehen. Das heißt, wir machen selbst die Kisten selbst aus. Dingsda-Bumster. Hat der gut funktioniert? Schatzmeister, lol. So. Viel brauchten wir noch mal? Wieso habe ich genau 13 Kisten gemacht? Wusste ich gerade, dass ich 30 Stück brauche und habe es innerhalb von 2 Sekunden wieder vergessen? Boah, Digga. Ich sage ja, mein Hirn ist schon komplett Matsch. Ich mache die meisten Sachen mittlerweile nur noch rein aus Instinkt. Habe ich so das Gefühl. Legio-Ofen. Da kommst du rein und. Nein. Das kommt erstmal als beim Extraktor rein. So, halt, eins zu weit oben. Das heißt, jetzt kommst du nach da, du nach da. Du nach da, du nach da, du nach da. Hey, du nach da, du nach da, du nach da, du nach da. Ich bin doch blöd. Oh, dann schwimmt ich einfach rum. Bei Diamanten und Mese brauche ich diese Dinger halt doch gar nicht. Ah, doch, klar, doch, doch, klar. Nevermind. Alles gut, nevermind. Ich war gerade schon wieder dumm. So, brauchen wir jetzt viel Mese? Ich glaube, das Mese reicht gar nicht aus. Denn wir müssen einmal komplett durch. Die Frage ist, wie machen wir das schön? Wir können es natürlich hier einmal komplett so durchgehen. Und dann einmal oben komplett durchgehen. Ja, doch, ich glaube, das machen wir auch.
Dann mache. Ja. Der letzte ist ja nicht nötig, aber sieht schöner aus. Und ja, bei dieser Anlage kommt es warum auch immer auf Schönheit an. Hey. Verdammt. Hey, hast du dich? Das hat schon mal nicht funktioniert. Wie kriege ich da... Hä? Och Leute, kann mir bitte hier jemand... Ich krieg gleich Arsch. So, nehme ich einfach das Ding jetzt hier. So, nein, so. Ha. Gut, ich glaube, da muss ich noch mal gucken, wie ich das Signal nach oben bekomme. Oh, ist das ein Dreck hier? Oh, ist das ein Dreck? Oh, ich habe gar keinen Bock mehr. So. Hey. Verdammt. Oh, Alter. Egal. So. Wetten, die Anlage wird kein bisschen funktionieren. Vor allem der Bereich hier. Das ist doch alles zum verrückt werden. Was soll ich jetzt? Achso, genau, ja, Miese. Ich war ja gerade dabei, Miese zu kochen. So, danke. Gut. Das ist das Problem, wenn man 20 Sachen gleichzeitig macht. So, Miese haben wir. Sehr gut. So. Gut. So. Ich traue mich gar nicht, die Anlage scharf zu schalten. Rein theoretisch praktisch. Müsste ja jetzt das, was hier drinne ist, müsste ich jetzt eigentlich noch einmal da hinten hin machen. Das heißt, also das habe ich ja bereits. War ich schnell genug? Nee, ich war nicht schnell genug. Verdammt. Los, gib mir eins. Ja, jetzt war ich schnell genug. So, das habe ich.
Dann brauchen wir das. Aha. Ach so, halt. Hier hinten muss ich hin. So. Bup. Und jetzt muss ich mal gucken. Also hier ist jetzt alles drin bei Rot, genau. Hier muss alles rein bei Schwarz. Und jetzt müsste ich eigentlich nur das hier aktivieren. Aber ich traue mich nicht. Weil die Anlage ist überhaupt nicht konfiguriert. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich muss die Anlage erstmal konfigurieren, sonst ist das alles eine komplette Katastrophe. So, das heißt. Oh mein Gott. Mein Inventar ist gerade am Sterben. Ich mache jetzt mal alles hier rein. So, jetzt brauchen wir das. Und jetzt einmal, eigentlich einmal alles. Achso, genau, das Blau hier brauchen wir noch. Wow, ey, chill. So, das haben wir. Haben wir? 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 Und jetzt lohnt sich das bloß noch. Okay. Dann haben wir jetzt alles. Das heißt, du nach da, halt, rot und grün. Du nach da. Was? Was denn? Was ist das für eine Aktion? Hä, müsst ihr nicht automatisch loslegen? Ach nee, man muss ja mal erstmal aktivieren. Aha. So, und jetzt hier. Ich traue mich nicht, die Anlage. Ich traue mich echt nicht, die Anlage denn einzuschalten, ne? Das wird eine Katastrophe werden. Das wird doch so eine Katastrophe, Leute. Das kann doch gar nicht funktionieren. So. Die Frage ist, was ist eigentlich am häufigsten? Weil ich würde es schon gerne irgendwie nach irgendwas sortieren. Wir müssen also erstmal herausfinden. Oh, was machst du denn hier drin? Was wie häufig vorkommt. Und dazu müssen wir die Anlage irgendwie erstmal sortieren. Ich habe nur keine Ahnung, wie das gehen soll. Oh mein Gott. Okay, das wird nächste Folge ein bisschen Spaß. Ich mache eine klassische Defragmentierung. Das wird ewig dauern. Aber es wird gut. Hoffe ich. Bis dann.